Nummer 1. Jackie war eine junge Mutter und lebte seit kurzem zur Miete in einem kleinen Haus mit ihrem zweijährigen Sohn Jamie und ihrer neugeborenen Tochter Samantha. Sie wollte, nachdem sie sich von ihrem Ehemann entfremdet hatte, einen Neustart machen und versuchte sich und ihre Kinder so gut wie möglich mit mehreren Jobs gleichzeitig über Wasser zu halten. Während sie arbeitete, passte ihre Nachbarin Susan Castaneda so oft sie konnte auf die beiden Kinder auf. Etwa einen Monat nachdem sie dort eingezogen war, begann Jackie seltsame Geräusche zu hören. Es schien ganz so, als stammten die Geräusche aus dem Dachboden. Für einige Zeit ignorierte Jackie die Geräusche, doch da sie sich diese nicht erklären konnte, lief ihr jedes Mal, wenn sie sie hörte, ein kalter Schauer über den Rücken. Einige Nächte nach Beginn der Geräusche wachte Jackie auf und meinte in der Ecke ihres Schlafzimmers einen hageren alten Mann sitzen zu sehen. Er starrte sie mit emotionslosem Gesicht an. Seine Augen schienen zu glühen. In Panik verließ sie das Haus und rannte zu ihrer Nachbarin. Als sie Susan erzählte, was sie gesehen hatte, beruhigte sie sich wieder etwas. Susan glaubte nicht daran, dass es sich bei dem Mann um einen Einbrecher handle, und riet ihr aufgrund dessen, Kontakt mit dem Parapsychologen Dr. Barry Taff und seinem Team aufzunehmen. Jackie war von dieser Idee zunächst nicht besonders angetan. Eines Nachts, nur wenige Tage später, stellte sie fest, dass die Falltür in den Dachboden offen stand. Sie hatte den Zugang noch nie geöffnet und wusste darum auch nicht, was sich da oben überhaupt befinden könnte. In diesem Moment jedoch war ihre Furcht viel zu groß, um hochzusteigen und es herauszufinden. Sie schloss die Tür. Sie wurde von dem Gefühl beschlichen, dass noch jemand im Hause sei. Wenige Tage später engagierte Jackie ein 16-jähriges Mädchen namens Tina zum Babysitten. Jackie und Tina saßen eines Tages in der Küche, als die beiden glühende Lichter in der Nähe der Falltür an der Decke bemerkten. Die Mutter griff nach der Kamera und sagte der Babysitterin, sie solle Fotos davon machen. Tina nahm die Kamera an sich. Als sie durch die Linse blickte, sah sie etwas, was sie zu Tode erschreckte. Sie brüllte wie am Spieß und warf die Kamera weg. Jackie und Tina nahmen die Kinder und rannten aus dem Haus, als ob es um ihr Leben ginge. Die Babysitterin sagte, dass sie, als sie durch die Linse blickte, eine geistähnliche Gestalt eines alten Mannes sah. Sein Gesicht war skelettiert. Eines Tages erledigte Jackie gerade die Einkäufe. Sie kam zurück in das Haus und fand etwas Unheimliches am Kühlschrank. Die magnetischen Buchstaben an der Tür waren in ihrer Abwesenheit umgeordnet worden. Sie bildeten nun die Worte Get the hell out. Sinngemäß auf Deutsch, verschwinde verdammt. Das zu lesen hatte sie so sehr aus der Fassung gebracht, dass sie die Nacht wachend an der Seite ihrer Kinder verbrachte, da sie ohnehin nicht hätte schlafen können. Mitten in der Nacht hörte sie etwas, das nach lauten Atemgeräuschen klang. Sie ging in den Hausflur und suchte nach der Quelle des Geräusches. Als sie die Tür des Schlafzimmers öffnete, sprang sie vor Schreck zurück. Auf dem Bett saß wieder der alte Mann. Sie rannte zurück zu ihren Kindern, hob beide auf und stürmte aus dem Haus. Die junge Mutter hatte sich schon oft Gedanken darüber gemacht, aus dem Haus auszuziehen. Einen erneuten Umzug konnte sie sich allerdings nicht leisten. Außerdem fürchtete sie, dass man sie für verrückt halten würde, sollte jemand vom Grund ihres Auszuges erfahren. Doch die paranormalen Erscheinungen häuften sich weiter. Die Quelle der Geräusche aus dem Dachboden konzentrierten sich hauptsächlich auf den Bereich über der Küche. Dort, sagte sie später, habe sie einen geisterhaften, abgetrennten Männerkopf gesehen, begleitet von dumpfen und murmelnden Stimmen. Weiter gab sie an, dass Gegenstände wie Projektile von unsichtbarer Hand geworfen auf sie zugeflogen kamen. Am Morgen, nachdem sie den alten Mann auf dem Bett sitzen sah, machte sie gerade den Abwasch. Während sie das Geschirr spülte, fiel ihr auf, dass die Gummihandschuhe, die sie trug, komplett mit Blut bedeckt waren. Sie riss sie von den Händen und suchte ihre Haut nach Verletzungen ab. Kein einziger Kratzer. Sie hob ihren Blick und stellte fest, dass das Blut nicht nur an den Handschuhen war.
Ganze Rinnsale davon liefen die Wände hinab. In dieser Nacht erwachte sie durch das Gefühl, nach unten gedrückt zu werden. Sie konnte sich nicht erheben und konnte nicht atmen. Sie glaubte, sterben zu müssen. Plötzlich war der Druck weg. Sie sprang auf und atmete tief durch. Wieder einmal floh sie mit ihren Kindern aus dem Haus. Nun hatte sie endlich genug. Sie konnte es nicht mehr ertragen. Was andere von ihr denken sollten, kümmerte sie nicht mehr. Sie kontaktierte Dr. Barry Taff. Nach den Schilderungen der Frau entschied sich dieser, bereits am nächsten Abend mit den Untersuchungen zu beginnen. Begleitet wurde er von seinem Team, bestehend aus den Kameramännern Barry Conrad und Jeff Wheatcraft. Bereits als sie das Haus betraten, wurden sie von einem fauligen Gestank begrüßt, dessen Ursache sie nach einiger Suche nicht ausmachen konnten. Sie verteilten überall im Haus Kameras, schossen einige Fotos, während Jackie noch einmal in aller Ausführlichkeit erklärte, was bisher alles geschehen war. Unter den Vorbereitungen gingen plötzlich alle Lichter aus. Die Forscher sagten Jackie, dass was auch immer dieses Haus heimsuchte, über ihre Anwesenheit sehr wütend sein musste. Als die Lichter wieder angingen, entschieden sich Wheatcraft und Conrad dazu, den Dachboden hochzusteigen und dort ein paar Fotos zu schießen. Als die beiden oben angekommen waren, war ein Schrei zu hören. Der Schrei stammte von den Forschern. Wheatcraft sagte, dass ihn etwas geschubst und ihm die Kamera aus der Hand geschlagen hatte. Die beiden Forscher waren sofort wieder hinabgestiegen. Direkt im Anschluss konnten alle Anwesenden Schritte von oben hören. Laut Wheatcraft und Conrad konnten sie oben aber ansonsten niemanden sehen. Das Team packte umgehend die Ausrüstung wieder zusammen und hatte die Untersuchungen für diese Nacht abgebrochen. Den zweiten Versuch unternahmen sie am 4. September. Nachdem sie hinaufgeklettert waren, hörte man von oben ein lautes Knacken und die beiden Forscher im Dachboden schrien und kreischten. Als sie zurück nach unten kamen, würgte Wheatcraft und drohte zu ersticken. Er schnappte nach Luft und hatte rote Abdrücke um seinen Hals. Conrad sagte, er konnte sehen, wie sich ein Strick wie von selbst um Wheatcrafts Hals geschnürt hatte. Er half ihm, sich davon zu befreien und brachte ihn zurück nach unten. Als die Fotos ausgewertet wurden, war das Team entsetzt. Auf einem der Fotos war Wheatcraft zu sehen. Deutlich auf dem Foto zu erkennen war, wie Conrad es geschildert hatte, ein Strick um seinen Hals. Wheatcraft verließ daraufhin das Haus fluchtartig und kam nie mehr dorthin zurück. Trotz der finanziellen Schwierigkeiten konnte Jackie keine weitere Nacht mehr in dem Haus verbringen. Sie zog mit ihren Kindern zurück zu ihrem ehemaligen Ehemann in einen Trailerpark 300 Meilen weiter nördlich. Seither wurde das Haus noch viele Male vermietet. Keiner der Mieter blieb lange in dem Haus und viele behaupteten, verstörende Geräusche aus dem Dachboden wahrgenommen zu haben. Für Jackie war der Schrecken allerdings noch nicht vorbei. Als sie im Trailerpark ein paar Nachbarn beim Einlagern eines alten Fernsehers in eine Hütte half, begann laut ihren Aussagen der Bildschirm zu flimmern und ein Bild des alten Mannes aus dem Haus in San Pedro tauchte auf. Er starrte ihr direkt in die Augen. Dann hörten Jackie und ihre Nachbarn laute Schläge von der Decke oder von den Wänden, genau wie es die junge Mutter in San Pedro erlebt hatte. Wieder nahm die Frau Kontakt zu den paranormalen Forschern auf. Wheatcraft und Conrad fuhren nach Norden, um dort ihre Untersuchungen fortzuführen. Sie hielten zusammen mit Jackie eine Seance ab. Laut Aussagen der Beteiligten gelang es ihnen, einen Kontakt herzustellen. Bei dem Kontakt handelte es sich um einen Mann, der im Hafen von San Pedro ermordet wurde. Dieser Mann teilte den Teilnehmern mit, dass er nicht der einzige Geist sei, der das Haus in San Pedro heimsuchte. Wheatcraft habe er angegriffen, weil er seinen Mörder sehr ähnlich sah. Jackie suchte er heim, weil er sich an ihrer Energie labte. Der vermeintliche Geist beendete das Gespräch mit den Worten, dass die Sonne aufgeht. Nachdem die finalen Worte gesprochen waren, hatte plötzlich das gesamte elektronische Equipment Störungen und Wheatman wurde wieder gestoßen. Diesmal hatte er keinen körperlichen Schaden davongetragen, doch den Rest seines Lebens litt er unter ständiger Paranoia. Die Forschungen brachten keine Verbesserungen.
So sah sich Jackie erneut gezwungen, umzuziehen. Die Vorfälle folgten ihr und sie zog noch viele weitere Male um. Bei jedem Umzug wurden die Phänomene schwächer und seltener. Dr. Barry Taff kam abschließend zu folgenden Einschätzungen. Der Geist, der Jackie hauptsächlich heimsuchte, war der von Herman Hendrickson, einem 28-jährigen Mann, dessen Leiche im März 1930 im Hafen von San Pedro treibend gefunden wurde. Sein Tod wurde offiziell als Unfall vermerkt. Der alte dürre Mann, den Jackie immer wieder sah, war laut Taff der Geist von John Damon, der das besagte Haus erbaut hatte. Taff sagte weiter, dass der Hauptgrund für das Auftreten der Erscheinungen der Stress war, unter dem Jackie durch ihren Lebenswandel litt. Der Umzug, die beiden Jobs, beide Kinder, all dies hatte ihr schwer zugesetzt. Seiner Erfahrung nach konzentrieren sich paranormale Phänomene besonders auf Menschen, die emotional bereits sehr geschwächt sind. Heute, sagen alle Beteiligten, haben sie die grauenhaften Erfahrungen dieser Nächte hinter sich gelassen und es geschafft, wieder ein normales Leben zu führen. Diese Geschichte stammt aus den Jahren 1989 und 1990 und ereignete sich in San Pedro, Kalifornien. Sie basiert auf den Aussagen und Untersuchungen von Jackie Hernandez, der Babysitterin Tina, der ehemaligen Nachbarin Susan Castaneda, dem Parapsychologen Dr. Barry Taff der University of California sowie seinem Team Barry Conrad und Jeff Wheatcraft. Diese Ereignisse sind auch heute noch unter dem Namen die Jackie Hernandez Heimsuchung und der San Pedro Poltergeist bekannt. Dieser Fall zählt zu den weltweit am besten dokumentierten und zu den gewalttätigsten Begegnungen mit einem vermeintlichen Poltergeist. Nummer 2. Bei der nachfolgenden Geschichte handelt es sich um ein Kindheitserlebnis des US-amerikanischen Autors Grady Hendrix. Sein Erlebnis hat er ursprünglich auf Twitter veröffentlicht und es ist unter anderem auch auf der Online-Präsenz der Nachrichtenseite Mirror aus Großbritannien nachzulesen. Es war im Jahr 1981, kurz nach Gradys 9. Geburtstag. Er hatte gerade gelernt, dass er, wenn er vorsichtig und leise war, nachts nach unten schleichen konnte und alles essen konnte, was er wollte. Er bediente sich an der Erdnussbutter, aß übrig gebliebene Pizza oder labte sich an Kuchenglasur. Solange er nur aufpasste, konnte er machen, was er wollte. Im Mai 1981 hatte seine Familie Essen aus dem Fish and Shrimp House bestellt. Grady wartete, bis alle schliefen und schlich nach unten, um sich am Rest des Fastfoods gütlich zu tun. Das Warten erschien ihm wie eine Ewigkeit. Endlich verließ er sein dunkles Zimmer und schlich nach unten. In der Küche angekommen, hörte er plötzlich ein Klicken vom Tresen her. Er erstarrte. Das Licht der Mikrowellenuhr zeigte ihm die Umrisse eines Mannes, der am Küchentresen saß. Der Mann konnte Grady nicht sehen, aber Grady sah ihn. Ein dürrer Typ, der gerade die Reste des Abendessens verspeiste und Milch aus dem Karton trank. Grady sagt, er kann nicht erklären, wie erschreckend und verstörend es ist, einen Fremden in seinem Haus zu finden. So leise er konnte, schlich er rückwärts davon. Er kroch die Treppe hinauf und weckte seine Eltern. Als seine Eltern nach unten gingen, um nachzusehen, konnten sie keinen Eindringling finden. Sie sagten ihrem Sohn, dass er zu viele Horror-Comics lese und das war es dann. Aber auf keinen Fall würde Grady in naher Zukunft Milch über seine Cornflakes schütten. Überzeugt davon, dass er sich bei seiner Entdeckung nicht getäuscht hatte, prägte sich der Junge die genauen Standorte von allem Möglichen in der Küche ein, bevor er zu Bett ging. Eines Tages war der Küchenrollenhalter auf der falschen Seite des Tresens. Ein anderes Mal war eine Tasse in der Spüle, die am Abend zuvor noch nicht da war. Da seine Schlafzimmertür kein Schloss hatte, nahm er sich ein Fleischermesser, das er unter seinem Kissen versteckte. Er sagte, er habe sich wohl tausendmal daran geschnitten und gestochen, als er sicher gehen wollte, dass es immer noch für den Notfall bereit lag. Im August, ein paar Monate später, lag er gerade in seinem Bett beim Lesen, als er über sich in den Schlitzen der Klimaanlage etwas bemerkte. Nun wusste Grady, dass er sich nicht getäuscht hatte.
Er schaute nach oben in die Lüftungsschlitze, die sich genau über seinem Bett befanden, und sah ein paar Augen, das ihn beobachtete. Der Anblick brachte ihn zum Ausflippen. Er brüllte und brüllte, bis seine Eltern kamen und sich schließlich bereit erklärten, sowohl den Dachboden als auch den Kriechkeller abzusuchen. Nichts. Für die nächsten paar Wochen waren seine Eltern wegen der ständigen Fehlalarme nicht sehr gut auf ihn zu sprechen. In den letzten Wochen im August begann das Haus zu stinken. In einer Nacht fiel Reis aus den Lüftungsschlitzen mitten auf Gradys Bett. Es dauerte einen Moment, bis er realisierte, dass es kein Reis war. Es waren Maden. Am nächsten Tag riefen Gradys Eltern bei der Herstellerfirma der Klimaanlage an. Sie sagten, dass wohl etwas reingekrochen und gestorben sein musste. Nun, wie sich herausstellte, war das, was hineingekrochen und gestorben war, der Mann, den Grady ein paar Wochen zuvor in der Küche gesehen hatte. Das Haus, in dem die Familie Hendricks lebte, war sehr alt und hatte große Zwischenräume zwischen den Wänden, den Decken und Böden und große Schächte. Wie sich herausstellte, hatte der Fremde mindestens seit Mai im Dachboden und den Zwischenräumen der Familie Hendricks gelebt. Er hatte sich eine Schaumstoffplatte in den Lüftungsschacht über Gradys Lüftungsschlitze gelegt, um es bequem zu haben, während er ihn beobachtete. Die Polizei sagte, dass der Mann Unmengen an Zeichnungen angefertigt hatte. Doch auf Nachfrage, welche Zeichnungen er gemacht hatte, gaben sie keine Antwort. Die Leiche des Mannes konnte niemals identifiziert werden. Er wurde unter dem Namen John Doe begraben, so wie es in den USA bei unidentifizierten männlichen Leichen üblich ist. Grady sagt, dass er bis heute nicht in Lüftungsschlitze in Häusern blicken kann. Nummer 3. Das folgende Erlebnis stammt von einem Reddit-User aus den USA und ist aus seiner Sicht der Geschehnisse erzählt. Ich war 11 Jahre alt und lebte in einer schönen vorstädtischen Gegend. Wir sind zu dem Zeitpunkt gerade erst in das Haus eingezogen. Meine Eltern hatten es selbst gebaut und es war sozusagen unser erstes richtiges Eigenheim. Kein Vergleich zu dem Mietshaus, in dem wir bisher wohnten, das sich, nebenbei erwähnt, in einer ziemlich zwielichtigen Gegend befand. Unsere neue Nachbarschaft war sehr liebenswürdig. Wir freundeten uns schnell mit vielen der Nachbarn an. Besonders gut verstanden wir uns allerdings mit einer Familie drei Häuser weiter. Die Familie hatte eine Tochter in meinem Alter und eine weitere Tochter, die 5 Jahre jünger war, im Alter meiner Schwester. Unsere Eltern verstanden sich sehr gut und wir begannen viel miteinander zu unternehmen. Wir trafen uns zu Barbecues bei ihnen, veranstalteten Partys bei uns und so weiter. Es entwickelten sich sehr gute Freundschaften und das auf sehr kurze Zeit. Nach etwa einem Jahr begann ich zu verstehen, dass nicht alles so war, wie es schien. Ich kann mich daran erinnern, an einigen Abenden Polizeiautos vor dem Haus unserer Freunde gesehen zu haben. Wenn ich meine Eltern fragte, was da los sei, erwiderten sie immer etwas von der Art: Nichts ist los. Die Polizei schaut nur nach dem Rechten. Ich war kein Genie, aber selbst mit 11 bis 12 Jahren begriff ich, dass das nicht zusammenpasste. Warum schaute die Polizei dann bei uns nie nach dem Rechten? Als ich eines Tages gerade bei meiner Freundin beim Spielen und Rumhängen war, ging sie nach draußen, um noch einen unserer gemeinsamen Freunde zu holen. Nun waren nur noch ihr Vater und ich im Haus. Das war an sich keine große Sache und ist ab und zu schon mal vorgekommen. Dann kam ihr Vater auf mich zu und ich hatte ein komisches Gefühl. Ich weiß bis heute nicht, inwiefern ich es komisch fand, aber ich fühlte mich sehr unwohl und dachte daran zu gehen. Etwa 5 Minuten nachdem er zu mir gekommen war, sagte er, er wolle mir etwas Cooles zeigen. Ich weiß nicht mehr genau, was er mir zeigen wollte. Ich glaube, es waren Baseball-Sammelkarten oder etwas in der Art, die ich leidenschaftlich gern gesammelt habe. Ein schlechtes Gefühl wandelte sich in Freude und ich begann ihm zu folgen. Er öffnete die Tür zum Dachboden und zog die Leiter herunter. Dann sagte er mir, ich solle ihm folgen, was ich zunächst ohne Zögern machte. Doch plötzlich passierte irgendetwas in mir und ich weiß nach wie vor nicht genau, was es war. Er war ein Stück vor mir auf der Leiter und blickte sich zu mir um mir hochzuhelfen. Irgendetwas an seinen Augen, an seinem Gesicht, irgendetwas an seinem Grinsen war nicht in Ordnung. Es wirkte böse.
Ich habe sein Gesicht auch heute noch genau vor Augen. Doch was letztendlich den Ausschlag gegeben hatte, dass ich mich mit einem Mal wieder so unwohl fühlte, kann ich nicht sagen. In dem Moment begann mein Gefühl Alarm zu schlagen. Was auch immer es war heftig, denn ich sprang die Leiter runter und rannte aus der Tür. Ich sprintete zurück nach Hause und schluckte meine Tränen, als ich durch die Haustür rannte. Meine Mutter war gerade daheim, als ich reingelaufen kam. Sie bemerkte sofort, dass etwas nicht stimmte und begann mich zu trösten. Nachdem ich mich etwas beruhigt hatte, sagte ich ihr, was gerade passiert war. Angesichts meiner Angst war sie sehr besorgt, aber das Ereignis selbst tat sie wohl mit der Begründung ab, dass ich noch einfach viel zu jung und viel zu ängstlich war. In derselben Nacht wurde ich gegen 3 Uhr morgens geweckt. Es war meine Mutter. Sie saß auf meinem Bett und als ich aufwachte, hielt sie mich in den Armen wie ein Baby. Ich kann mich noch immer daran erinnern, wie sie roch und wie eng sie die Arme um mich geschlungen hatte. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ihre Tränen auf meine Backe fielen. Schließlich blickte ich aus dem Fenster und sah, dass das komplette Haus unserer Freunde von Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen umstellt war. Der Vater meiner Freundin hatte sie und sich selbst im Dachboden getötet. Sowohl meine Mutter als auch ich haben keinen Zweifel daran, dass ich heute tot werde, werde ich dem Mann in den Dachboden gefolgt. Immer wenn ich daran denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Ich hoffe, den Mann nie wieder sehen zu müssen. Auch nicht in einem Leben nach dem Tod. Hey ho zusammen, Projekt 237 hier. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Die beiden letzten Geschichten waren heute etwas düsterer als sonst, aber verdienen es meiner Meinung nach dennoch erzählt zu werden. Wie schon angekündigt, gibt es ab sofort in der Regel nur noch ein Video pro Woche, pünktlich jeden Sonntag. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir weiterhin treu bleibt und meine Videos, wenn ihr sie gerne seht und hört, weiterempfehlt. Wenn ihr euch heute recht spendabel fühlt, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das in Erwägung ziehen. Ihr verpasst dadurch keine Uploads mehr und für mich ist es eine große Motivation zu sehen, dass ich die Videos nicht nur für mich mache. Einen ganz besonderen Dank nochmal an alle, die mich bisher schon abonniert haben. 15 Abos bisher und ich bin stolz auf jeden von euch, den ich zu meinen Zuhörern zählen darf. Ich wünsche euch eine schöne kommende Woche und hoffe, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Tut mir noch bitte einen Gefallen. Passt auf euch auf. Schrecken lauern überall.